Hallo und willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kati Claudel und diese Episode wurde in Auftrag gegeben für die 7-jährige Sophie aus Grafeneck in Österreich. Ihre Mama Corinna hat sie für den kleinen Bleib entspannt-Fan im Shop bestellt und dabei ein schon recht ausführliches Konzept für die Geschichte parat gehabt. Ausgedacht hat sich das Ganze Sophie selbst. Die kleine Maus ist nämlich ein ziemlich kreatives Köpfchen und selbst angehende Meditationstrainerin. Um mir das zu beweisen, hat sie eine eigene Traumreise aufgenommen, die ich ein bisschen verfeinert habe und euch im Anschluss an das Intro vorspielen darf. Gleich danach geht es weiter mit dem magischen Fotoalbum, also der Traumreise, die ich für Sophie gebastelt habe. Wenn auch ihr eure Kinder mit einer ganz eigenen Traumreise überraschen möchtet, schreibt mir gerne eine E-Mail an kontakt@bleib-entspannt.com und erzählt mir davon. Den direkten Link zu den individuellen Traumreisen gibt es auch in der Beschreibung dieser Episode. Jetzt wünschen Sophie und ich euch viel Freude mit beiden Einschlafgeschichten. Wir hoffen, sie gefallen euch und ihr träumt ganz zauberhafte Träume damit. Alles Liebe und gute Nacht. Eure Kati. Hallo, schön, dass du da bist und mit mir heute auf eine Reise gehen möchtest. Bist du gespannt, wohin es heute gehen wird? Na dann, hast du alles, was du für die Nacht brauchst? Ist dein Nachtlicht an? Hast du eine Decke bei dir? Super. Dann lege dich in dein Bett, so wie du gerne liegen möchtest und schließe bitte deine Augen. Und jetzt stelle dir vor, du bist in einem Schwimmbecken und du willst gerade eine Länge schwimmen und auf einmal siehst du, dass du eine Taucherbrille aufhast. Die willst du gleich ausprobieren. Aber es ist kein Schnorchel da. Dann müssen wir Luft anhalten. Also, atme tief durch die Nase ein und tauche damit unter Wasser. Schwimm wieder an die Oberfläche und atme aus. Super. Aber dann auf einmal hast du was bei deinem Tauchgang entdeckt. Du tauchst gleich wieder unter und siehst, dass es ein Herz ist. Es hat Arme und Beine wie du. Und dieses Herz schwimmt fröhlich auf dich zu. Es sagt, dass es die Liebe ist. Und es möchte dir gerne etwas zeigen. Dazu müssen wir nur in dein Inneres tauchen. Schließe deine Augen, sagt das Herz. Und dann tauche in dein Inneres ein. Und du siehst etwas Rotes, Herzförmiges. Und es ist nichts anderes als dein Herz. Das wollte dir das Herz die ganze Zeit zeigen. Dein Herz und die Liebe. Auf einmal siehst du deinen Lieblingsmensch auf dich zukommen. Wer ist es? Ist es deine Familie? Oder ist es deine Mama oder deine Kinder? Dieser Lieblingsmensch, du machst mit ihm jetzt auch sozusagen eine Traumreise und führst deinen Lieblingsmensch in dein Inneres. Dein Lieblingsmensch ist davon total begeistert und freut sich. Und dann zum Schluss kommt dein zweiter Lieblingsmensch angerannt und springt ins Wasser. Ihr seht euch und die zwei geben sich ein Zeichen. Du fragst dich, was das wohl sein soll. Und dann auf einmal zeigen sie dir die Oberhälfte eines Herzes. Und sie sagen, mach die Unterhälfte. Dann machst du das auch. Und das war's jetzt. Ich wünsche euch die schönsten Liebesträume. Gute Nacht.
Hallo du, schön, dass du da bist und zusammen mit mir auf eine kleine Reise gehen möchtest. Heute wird es ganz schön abenteuerlich. Bist du bereit dafür? Na dann, schau doch mal, ob du alles hast, was du für deine Reise brauchst. Lieblingskuscheltier? Nachtlicht? Oder Schmusekissen? Alles parat? Super! Dann darfst du es dir jetzt ganz bequem machen in deinem Bett. Lege dich so hin, wie du gerne liegen möchtest. Und schließe bitte deine Augen. Stelle dir jetzt einen Nachthimmel vor. Du bist ihm ganz nah, aber es ist so bewölkt, dass du die Sterne gar nicht sehen kannst. Atme jetzt tief durch die Nase ein. Und wenn du gleich, lang und gleichmäßig durch den Mund wieder ausatmest, pustest du die Wolken davon, um die Sterne freizulegen. Wow! Los, gleich noch einmal. Einatmen durch die Nase. Und aus durch den Mund. Und die Wolken davon pusten. Yes, der Himmel ist beinahe frei. Noch ein letztes Mal. Einatmen durch die Nase. Und aus durch den Mund und kräftig pusten. Du hast es geschafft. Über dir strahlt ein herrlicher, wolkenloser Sternenhimmel. Wundervoll. Lasse deinen Atem jetzt wieder so fließen, wie er gerne fließen möchte. Und spüre, wie du dabei immer ruhiger und ruhiger wirst. Ganz weich und leicht. Ganz entspannt. Stelle dir jetzt vor, du kommst gerade nach Hause, gehst in dein Zimmer und siehst, dass dort ein Päckchen auf deinem Bett liegt. Oh, was ist denn das? Schnell öffnest du es. Und zum Vorschein kommt ein altes Fotoalbum. Nanu, wer schickt dir denn sowas? Du schaust dir den Umschlag an. Kein Absender. Seltsam. Erstaunt lässt du dich auf dein Bett sinken und beginnst in dem Fotoalbum zu blättern. Du meine Güte, es ist ganz schön dick. Und die unterschiedlichsten Fotos sind darin. Du siehst Bilder aus verschiedenen Epochen. Einige schwarz-weiß, andere farbig. Ein paar davon scheinen schon richtig alt zu sein. Aber auch ganz neue sind dabei.
Die Bilder zeigen Gebäude, Tiere, Straßen oder Landschaften in verschiedenen Jahreszeiten. Auf einigen sind Knochen zu sehen, auf anderen Schlösser oder Gärten. Und wie du so in dem Album blätterst, wird dir ganz seltsam zumute. Dir ist, als würdest du diese Fotos nicht nur betrachten, sondern förmlich hineinsinken in die Szene. So wie bei diesem riesigen Knochen hier zum Beispiel. Du streichst über das Foto. Doch, huch, was ist denn jetzt los? Dir wird ganz schummerig vor Augen. Alles dreht sich. Und das in einem Tempo, dass du nicht mehr weißt, wo vorne und wo hinten ist. Du meine Güte! Schnell kneifst du die Augen zusammen. Als schließlich wieder alles still wird, öffnest du sie langsam. Und wo ist denn dein Zimmer geblieben? Wo bist du? Um dich herum ist lauter Sand und es ist furchtbar heiß. Bist du etwa in eine Wüste teleportiert worden? Neben dir liegt das Fotoalbum im Sand. Nachdenklich hebst du es auf und betrachtest es. Zuletzt hast du das Foto des Riesenknochens berührt. Und jetzt bist du hier, Mutterseelen allein in der Wüste. Das Album muss magisch sein. Doch, Moment mal, du bist ja gar nicht allein. Deutlich kannst du Stimmen hören und als du dich umdrehst, siehst du mehrere Menschen, die konzentriert im Wüstensand graben. Du bist an einer Ausgrabungsstätte. Wow, wie spannend! Da musst du unbedingt mitmachen. Am Rand findest du einen Sonnenhut und Grabungswerkzeuge. Du setzt den Hut auf und machst dich an die Arbeit. Puh, das ist ganz schön anstrengend. Nach kurzer Zeit bist du völlig aus der Puste. Gefunden hast du allerdings nichts. Den anderen Forschern geht es jedoch auch nicht besser. Niemand findet auch nur einen Fußnagel in der Erde. Aber du verlierst trotzdem nicht den Mut und machst einfach weiter. Gräbst und gräbst. Und schließlich? Du meine Güte! Da ist doch irgendwas! Vorsichtig legst du es frei, greifst zum Pinsel, um die letzten Reste der Erde wegzustreichen. Und zum Vorschein kommt ein riesiger Knochen.
Boah! Er sieht haargenau so aus wie der auf dem Foto im Album. Du bist also der Entdecker gewesen. Wie lustig ist das denn? Und schon kommt ein anderer Forscher mit seiner Kamera und macht ein Foto des Knochens und eins von dir. Alle scharen sich um euch herum. Du hörst das Wort Dinosaurier und mehrere Menschen klopfen dir anerkennend auf die Schulter. Wie es aussieht, hast du wohl gerade eine neue Dinosaurierart entdeckt. Wahnsinn! Dieses Fotoalbum ist ja der Hammer! Du stößt mit deinem Glas Apfelschorle mit den anderen Forschern auf deinen Fund an. Und lässt dich anschließend gebührend feiern. In einer ruhigen Minute schnappst du dir erneut dein Fotoalbum. Jetzt betrachtest du die Bilder darin mit ganz anderen Augen. Schau doch mal, welches besonders interessant aussieht. Das hier vielleicht? Es ist schwarz-weiß und ein wenig unscharf. Du siehst darauf Berge und etwas Weißes, Zotteliges davor. Das etwas anderes Weißes auf dem Arm zu tragen scheint. Vielleicht ein Eisbär mit seinem Jungen? Du solltest es dringend herausfinden, glaube ich. Was meinst du? Na logo! Bedächtig nimmst du deine rechte Hand und streichst über das Bild. Zum zweiten Mal heute wird dir schummerig vor den Augen und alles dreht sich in einem mordsmäßigen Tempo. Wieder kneifst du die Augen zusammen, als schließlich wieder alles still wird, öffnest du sie langsam. Und brrr, findest dich in einer eisigen Schneelandschaft wieder. Wow! Und die passende Winterkleidung trägst du auch noch. Wie praktisch! Du stehst auf und blickst dich um. Hoch in die verschneiten Berge hat dich das magische Fotoalbum gebracht. Und dort, etwa 30 Meter vor dir, spielen drei kleine Polarfüchse im Schnee. Sie scheinen dich gar nicht zu bemerken. Wild und ausgelassen tollen sie herum und raufen miteinander. Das ist wahnsinnig süß mit anzusehen. Schau doch nur, wie niedlich sie sind. Doch plötzlich nimmst du eine Bewegung auf der anderen Seite wahr. Etwas Großes, Zotteliges kommt dort angelaufen. Ist das ein Mensch? Der muss ja riesig sein. Und er scheint einen hellen, zotteligen Mantel zu tragen.
Nein, Moment mal. Das ist doch kein Mensch. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Eisbär und Mensch. Dafür fällt dir nur ein Begriff ein. Yeti. Das ist ein Yeti. Wow. Jetzt haben ihn auch die kleinen Füchse bemerkt und erstarren vor Schreck. Sie haben solche Angst, dass sie Hals über Kopf davonlaufen. Dabei kommen sie jedoch ins Rutschen. Oh nein! Die Polarfuchskinder laufen Gefahr, in den Gletscher zu rutschen. Und da ist es auch schon passiert. Schnell, du musst ihnen helfen. Eilig läufst du zu der Felsspalte und spähst hinein. Die Kleinen haben sich wohl nichts getan. Na, zum Glück. Aber raus kommen sie auch nicht mehr. Auweia! Du streckst deinen Arm nach ihnen aus und versuchst, sie zu erreichen. Aber sie sitzen viel zu tief unten. Du kommst nicht an die Füchse heran. Dann hörst du hinter dir plötzlich ein Geräusch. Der Yeti, den hatte ich ja ganz vergessen. Langsam drehst du dich um. Und tatsächlich, da ist es, das Mischwesen aus Mensch und Bär. Und es lächelt dich an. Du meine Güte, der Yeti lächelt. Langsam kommt er auf dich zu. Er zeigt auf sich und dann auf die Polarfüchse im Gletscher. Du verstehst sofort und machst dem riesigen Yeti Platz. Er hockt sich hin, streckt einen Arm in die Felsspalte und schaut sehr konzentriert rein. Als er ihn kurze Zeit später wieder herauszieht, hält er das erste Polarfuchsbaby in der Hand. Juhu! Er setzt den kleinen Fuchs vorsichtig vor sich ab und greift erneut in die Spalte. Um wenig später Fuchsbaby Nummer 2 hervorzuholen. Jetzt fehlt nur noch eins. Und auch das letzte Polarfuchskind holt der Yeti sicher und unverletzt aus dem Gletscher heraus. Toll! Die kleinen Polarfüchse sind ganz aus dem Häuschen. Ihre Angst ist wie weggeblasen. Stattdessen kuscheln sie sich stürmisch an den Yeti und dich und springen wild an euch hoch. Du lachst und freust dich sehr, dass dieses Abenteuer gut ausgegangen ist. Dann blickst du zum Fotoalbum, das du im Schnee liegen gelassen hattest. Oh! Da liegt ja noch etwas. Eine Kamera.
und du weißt genau, was du damit fotografieren willst. Schnell hängst du sie dir um den Hals. Setz dem Yeti die drei Polarfuchskinder in die Arme und machst ein Foto von ihnen. Und dieses Mal ist es sogar scharf und in Farbe. Du grinst in dich hinein. Na los, ein Abenteuer schaffen wir noch, oder? Abermals blätterst du in dem magischen Fotoalbum und suchst nach einem besonders interessanten Bild. Oh, schau nur! Eine Sternschnuppe! Toll sieht die aus! Sollen wir? Na klar! Vorsichtig berührst du das Foto der Sternschnuppe. Und schon wird dir schummrig vor Augen und alles dreht sich in einem mordsmäßigen Tempo. Fest kneifst du die Augen zusammen. Als schließlich wieder alles still wird, öffnest du sie langsam und wow, schau doch nur, wo du jetzt gelandet bist. Das ist ja ein Raumschiff. Und du hast einen richtigen Raumfahranzug an. Und Moment mal, du bist nicht alleine. Neben dir sitzt eine Astronautin, die hochkonzentriert das Raumschiff steuert. Jetzt lächelt sie dich an und fragt, ob ihr loslegen sollt. Du schaust sie fragend an. Womit denn? Die Frau nennt dich Witzbold und drückt auf einen Knopf. Das Fenster direkt vor euch, durch das du gerade noch funkelnde Sterne und Planeten gesehen hast, wird mit einem Mal zu einem Bildschirm. Und der wiederum zeigt ein Mädchen, das sehnsüchtig aus dem Fenster in den Nachthimmel schaut. Im Raumschiff ist eine Computerstimme zu hören. Sie sagt, dass das Mädchen seine Mama sehr vermisst. Die ist nämlich gerade auf Geschäftsreise. Und darum sucht ihre Tochter den Himmel sehnsüchtig nach einer Sternschnuppe ab. Denn sie möchte sich wünschen, dass ihre Mama wieder nach Hause kommt. Oh, wie herzzerreißend! Jetzt steuert die Astronautin das Raumschiff direkt auf einen Stern zu. Ihr kommt ihm immer näher. Oh oh! Gerade noch rechtzeitig stoppt sie das Schiff und fährt mit einem weiteren Knopf eine Art riesige Lanze aus. Und damit stupst sie den Stern vor euch so kräftig an, dass er vom Himmel fällt. Du meine Güte! Die Astronautin
hat eine Sternschnuppe ausgelöst. Das Mädchen auf dem Monitor jauchzt auf, denn sie hat die Sternschnuppe gesehen. Fest kneift sie ihre Augen zusammen. Bestimmt wünscht sie sich jetzt, dass ihre Mama heimkommt. Keine 2 Sekunden später klingelt es an der Tür. Das Mädchen springt auf, öffnet sie und wow! Ihre Mama steht vor ihr. Die Sternschnuppe hat den Wunsch des Mädchens erfüllt. Du meine Güte! Die Astronautin sagt, dass jetzt du an der Reihe bist. Oh wow, wirklich? Na ja, du hast immerhin sehr genau zugeschaut. Also wiederholst du das Ganze einfach und drückst als erstes auf den Bildschirmknopf. Ein kleiner Junge ist zu sehen. Und die Computerstimme erzählt euch, dass er unbedingt mal eine echte Fee sehen möchte. Wie jetzt? Wirklich? Du meine Güte! Na dann mal los! Du steuerst das Raumschiff auf den nächsten Stern zu, genau wie es die Astronautin zuvor tat. Kurz bevor es zur Kollision kommen würde, machst du Halt. Mit einem weiteren Knopf fährst du die riesige Lanze aus. Und stupst damit den Stern vor euch so kräftig an, dass er vom Himmel fällt. Der Junge auf dem Monitor springt in die Höhe, als er die Sternschnuppe am Himmel entdeckt. Du siehst, wie er vor sich hin murmelt. Bestimmt hat er ihr gerade seinen Wunsch mitgegeben. Einige Augenblicke später schwirrt etwas am Fenster des Jungen vorbei. Du hältst den Atem an. Das ist ja... Wow! Eine kleine Fee flattert dort. Lächelnd winkt sie dem Jungen zu, der sie mit riesengroßen Augen anstarrt. Du lachst über seinen Gesichtsausdruck. Dann denkst du dir, dass dieser Job hier im Sternschnuppenraumschiff mit Abstand der schönste ist, den du dir vorstellen kannst. Nochmals nimmst du das magische Fotoalbum in die Hand und blätterst darin. Aber nanu, es enthält ja nur noch ein einziges Bild. Und das, was es zeigt, kommt dir verdammt bekannt vor. Es ist ein Foto deines eigenen Bettes.
Du, ich glaube, das ist ein ganz klarer Hinweis für dich. Es ist an der Zeit, nach Hause zurückzukehren und dich schlafen zu legen. Du seufzt, aber gleichzeitig merkst du, wie unglaublich müde du bist von deinen Abenteuern mit dem magischen Fotoalbum. Also berührst du das Bild deines Bettes. Dir wird schummrig vor Augen und alles dreht sich in einem mörderischen Tempo. Schon kneifst du die Augen zusammen. Als schließlich wieder alles still wird, öffnest du sie langsam und stehst in deinem Kinderzimmer. Schnell machst du dich fertig für die Nacht. Nachdem du dich gewaschen, Zähne geputzt und den Schlafanzug angezogen hast, lässt du dich in die Kissen sinken. Welch wunderschöne Dinge du heute erlebt hast. Die Erinnerung daran lässt ein glückliches Kribbeln in deinem Magen entstehen, das sich sanft mit deiner Müdigkeit vermischt. Und die strömt sogleich durch deinen gesamten Körper. Alles wird ganz weich und leicht. Du lässt dich einfach treiben. Immer weiter und weiter. Bis ins Land der magischen Fotoabenteuer.